Monis Mitstreiter Folzi und Jeanette sind jetzt schon sprichwörtlich von den Socken. Unser letzter Tag zusammen in 6 Tagen ist Weihnachten. Ich habe natürlich dann extra meine Weihnachtssocken anzogen. Also nur für euch. Einfach nur, um die Stimmung ein bisschen hochzuhalten. Ich habe gar keine Socken an. Welche Erwartungen haben die Konkurrenten an unsere Finalgastgeberin? Ich setze an die Moni eigentlich relativ hohe Erwartungen. Die höchsten eigentlich in der Woche. Sie schaut auf alles und für sie ist Frische sehr wichtig und dass man alles selber macht. Also die muss mich heute umhauen, ja? Keine Sorge, Moni legt sich heute ordentlich ins Zeug. Aber ob es am Ende auch wirklich reicht? Ja, ich denke schon, dass wir Chancen haben zu gewinnen. Ich habe ja die anderen erlebt und wir geben einfach Vollgas und versuchen unser Bestes. Hey Moni. Ja, servus. Hi. Hi. Hallo. Guten Morgen. Servus, guten Morgen. Grüß dich. Hola. Hi, grüß dich. Hi. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Okay. Ihr kriegt jetzt mal einen Weihnachtsspritz. Die Begrüßung war sehr herzlich. Ja, mit den Schnittchen, ja, das war natürlich auch ganz nett gemacht. Da hat sie sich richtig Mühe gegeben. Ja. Hat man schon gemerkt, sie hat jetzt ein paar Tage Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Ja, dann geht's ja einfach rein und sucht euch einen Platz. Mach mal. So, jetzt mach eine Ansage, Moni. So, und ich zeig denen heute mal, wie es im Kohlenschieber an Weihnachten schmeckt. Selbstverständlich muss nicht nur die Küche stimmen, sondern auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Weihnachtsdeko. Ganz gemütlich schaust du aus. Ja. Ha? Gell? So ein bisschen auch das Alte mit dem Modernen, hat sie da so eher alte Vasen stehen, gell? Genau, das ja. Macht sich ganz gut in dem Raum da. Also ich finde, weihnachtlicher geht's nicht mehr. Egal, wohin man sich gedreht hat, hat man gesehen, es ist Weihnachten, aber war nicht kitschig. Nee, das auf gar keinen Fall. Ich liebe Gastronomie, die mit seinen Aufgaben wächst, mit der Zeit mitgeht und auch gerne an den Traditionen festhält. Und das ist für mich hier zu 100% erfüllt. Mal horchen, ob auch Monis und Tobias Karte die Erwartungen zu 100% erfüllt. Ich finde, auch von den Speisen her, also es ist jetzt auf jeden Fall nichts Alltägliches. Ich würde jetzt alles als Festtagsessen bezeichnen. Auch zum Beispiel der Zwiebelroschbrat mit den Maroni-Spätzle. Also es ist schon eine weihnachtliche Karte. Ich finde ja Creme Brûlée, Schokopraline, also Bratapfel. Also ich würde sagen, es gibt das volle Weihnachtsprogramm, oder? Hoffentlich überzeugt Monis und Tobias Festtagsmenü nicht nur auf dem Papier. Nun denn, die Bestellungen sind im Kasten. Hallo. 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 Ich komme gleich zu dir. Ja. Aha, ich sehe schon. Da ist Frauenpowerung gesagt, gell? Ja. So, was machen wir denn heute? Wir machen heute eine Kartoffelcremesuppe mit Steinpilzen. Ich mache halt hier etwas Karotten, etwas Lauch, etwas Sellerie. Ja, schaut auch sehr knackig aus. So, ja. Volker, ja? Hast du eine Ahnung, wie mag der seine Sachen? Mag das also nicht zu so salzig. Nicht zu so salzig. Schon ah, genau. Das ist sehr gut. Evi holt sich Tipps. Da habe ich jetzt schon mal einmal Zwiebel in den Topf. Ja. Auch klein geschnitten, die werden jetzt ein bisschen angeschwitzt. Mhm. Dann gibt Elfi Kartoffeln, Möhren, Sellerie und Lauch dazu. Und einen Schuss Wasser. Wir haben uns selber gemacht, das Gewürz auch dazu. Ah, so ein Suppengewürz. Ja, das kennt man ja, gell? Aha. So. Ja, aber jeder macht es ein bisschen anders. Was hast du da alles drinnen? Liebstöckel, Karotte und Sellerie und dann halt noch ein paar Sachen. Was Grünes. Ja. Selbstgemacht, sehr cool. Nicht hier Pulver, hier König. Jetzt haben wir ja die Kartoffeln, das ganze Gemüse, die Karotten, den Sellerie, den Lauch und die Zwiebeln. Das muss jetzt so circa eine halbe, dreiviertel Stunde köcheln. Immer aufpassen, immer wieder mal umrühren. Ja. Wir machen es niedrig. Und ich habe dann schon mal was, weil es so lange dauert, vorbereitet. Ja, ist ja alles in Ordnung bis jetzt, ne? Übrigens, ursprünglich hat Köchin Elfi mal Friseurin gelernt. Jetzt sieht man schon die Farbe, die es langsam kriegt, wenn natürlich dann nachher die Sahne reinkommt. Schön, gell? So gehört für mich eine Kartoffelsuppe. Bei der Konsistenz scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Die Kartoffelcremesuppe könnte man jetzt natürlich auch nicht so ganz durchpassieren. Noch. Mir persönlich hätte es auch gereicht, mit dem Pürierstab durchzufahren. Ich habe gerne noch ein bisschen was in der Suppe, was zum Beißen. Aber natürlich so fürs Auge schaut es schon schön aus, wenn so eine richtige cremige, sämige Suppe da ist. So, und dann machen wir jetzt noch die Steinpilze dazu. Mhm. Kartoffelsüppchen, Steinpilze, das passt gut in die Weihnachtszeit rein.
Es regt sich Appetit im Restaurant zum Kohlenschieber. Wie gut, dass Tobias und Moni mit den Vorspeisen am Start sind. Volker schlürft die Kartoffelcremesuppe mit Steinpilzen vorweg. Birgit hat Lust auf Ziegenkäse mit Nuss-Chili-Kruste an Feldsalat. Jeanette bekommt das Hirsch-Carpaccio mit Cumberland-Soße. Und Volzi kostet den Saibling auf Kürbismus an Wildkräutersalat. Also wir selber sind eigentlich sehr zufrieden. Wir hoffen, dass es auch gut ankommt. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht und haben eigentlich versucht, überall ein bisschen Weihnachtliches mit reinzubringen. Aber heißt gut gemeint auch gut gemacht? Hören wir doch mal, was Volker dazu sagt. Ich habe die Kartoffelcremesuppe mit Steinpilzen. Und es sind auch richtig schöne Pilze drin. Und die Steinpilze haben einen richtig guten Biss. Die Suppe ist sehr cremig. Also auch einen richtig schönen kartoffeligen Geschmack. Ich mag es, wenn man das Kartoffelige noch mitschmeckt, dass es nicht nur nach den Gewürzen und allem schmeckt. Und das war da der Fall. Vom Würzen her optimal getroffen, vom salzigen Bereich. Und dann habe ich noch diese salzigen Gebäcksterne dazu. Mei, süß, ne? Die Sterne, was bei der Suppe mit dabei waren, das fand ich ganz toll, weil das ist einfach weihnachtlich. Und sie waren vom Geschmack her ganz toll dazu gepasst. Der Nächste bitte. Wenn sich keiner meldet, ruft Mike halt einfach jemanden auf. Volzi, bin ich gespannt jetzt. Ich habe ja den marinierten Saibling mit dem Kürbismus und dem Wildkräutersalat. Das Kürbismus ist sehr cremig. Ich glaube, da ist außer Kürbis gar nicht viel dran. Ich glaube, zum Abbinden vielleicht ein bisschen Sahne. Mir hat einfach so ein bisschen das geschmackliche Volumen gefehlt. Das heißt, vielleicht ein bisschen Salz, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, einfach an den Gewürzen ein bisschen spielen. Im Moment schmeckt es einfach ein bisschen fad nach Kürbis, leider. Und beim Saibling von der Farbe her ist es echt super. Also der marinierte Saibling ist innen schön glasig. Vom Essen her echt gut und schön, angenehm auf der Zunge. Es ist schon eine weihnachtliche Vorspeise. Also das kann man definitiv sagen. Aber für 12,50 Euro fand ich das Stück Fisch schon ein bisschen klein. Nein, das finde ich gar nicht. Also das ist ja handwerklich auch noch bearbeitet worden. Das waren gute 60 Gramm, würde ich jetzt mal locker aus der Hüfte so schießen. Mit Kürbis, mit allem drum und dran. Wildkräutersalat, kauf mal 500 Gramm Wildkräutersalat. Viel Spaß dabei. Nein, das ist nicht angebracht. Fehlen noch Birgit und Jeanette. Möchte die Dame vielleicht zuerst? Ich habe einen lauwarmen Ziegenkäse mit einer Nuss-Chili-Kruste und Feldsalat. Der Ziegenkäse ist sehr lecker, frisch. Es ist so eine Nusskruste drauf. Ich hätte mir jetzt vielleicht zwar erwartet, dass die Kruste an und für sich schon ein bisschen scharf ist, weil er gestanden ist eine Nuss-Chili-Kruste. Das war jetzt in der Kruste drinnen, war eigentlich Gurkenchili. Es war so leichtes Chili oben drüber gestreut, eine leichte Schärfe und die Süße drunter. Also ich denke mal, es wäre jetzt wahrscheinlich zu intensiv geworden, wenn das schon in der Kruste drin gewesen wäre. Also, und hätte dann in Geschmack übertönt. Also das passt so, wie das gemacht ist. Auch mal endlich eine andere Kruste. Viele machen ja nur hier Honig drauf, dann flemmen die den Ziegenkäse ab und das war's. Haben wir oft gesehen. Hier ist einfach, einfach eine Idee dahinter. Ich bin ganz ehrlich tiefenentspannt. Und ihr wart vom Feedback her, dass es bestimmt gut ist. Bisschen aufgeregt sehen Elfi und Moni aber schon aus. Jeanette, bei dir alles in Ordnung? Ja, ich war zufrieden mit meinem Carpaccio. Das war das erste Mal, dass ich Hirsch-Carpaccio gegessen habe. Ja, das Fleisch war hauchdünn geschnitten, eben auch schön, so einen schönen Kranz gemacht. In der Mitte war der Wildkräutersalat. Einzige, was ich schade fand, dass ein bisschen zu viel Marinade war auf dem Fleisch. Gut. Weil ich das Fleisch nicht so schmecken habe können. Okay. Das Fleisch war sehr zart, zarter als ein Rinderfilet. Aber leider konnte ich es eben nicht so rausschmecken, weil eben die Marinade so dominant dann war, weil es zu viel war. Wir haben halt gedacht, das gehört jetzt so ein bisschen mehr hin. Aber wenn das jetzt zu viel ist, sind wir das nächste Mal vorsichtiger. Und dann können wir auch eventuell eine Soße nachreichen. Im Grunde genommen ist es da auch ganz schwer, das zu dosieren. Wo fängt denn so eine Faustformel an, ne? Ich glaube aber schon, dass man den Eigengeschmack von dem Fleisch schon dann auch noch ein bisschen spüren sollte. Also nie zu kleistern, bitte.
Zu wenig ist aber auch doof, gell, Volzi? Beim Saibling fand ich die Marinade eigentlich sehr gut. Oder ich fand sie sehr gut. Sie war nur ein bisschen zu dezent. Das heißt, wenn ich oben die Schicht gegessen gehabt habe, der untere Fisch hat eigentlich gar nichts davon abgekriegt, leider. Okay. Das heißt, da vielleicht auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Das bisschen kräftiger vielleicht. Genau, richtig. Einfach bloß okay. Ein bisschen kräftiger. Ja. Das ist ja witzig, ne? Der eine will weniger Marinade, der andere will mehr Marinade. Ja, so ist das Leben. Gut, also mit der Marinade, das können wir uns überlegen, weil wir natürlich etwas vorsichtiger waren, weil wir einen feinen Fisch haben. Läuft doch ganz gut, oder Chefin? Ja, also das Feedback, das war in Ordnung. Also beim Fisch habe ich es jetzt nicht so ganz eng gesehen, weil der Fisch ja nach der Marinade schmecken muss. Und aber auch, man sollte ja der Fisch, der Saibling noch schmecken. You better watch out. Auf zum Hauptgang. Jetzt kann Köchin Laura wieder ihre Frauenpower aufdrehen. Was zauberst du uns denn heute? Ich mache für euch ein Safranrisotto mit unserem Fang des Tages. Da machen wir immer, was wir tagesfrisch von unserem Fischhändler bekommen. Das ist super. Fang frisch. Ich habe schon mal eine Fischbrühe vorbereitet für das Risotto. Mhm. Als erstes schwitze ich Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl an. Das sind einfach Zwiebeln und Knoblauch, die ich schon gehackt habe. Also beides schon in einem, ja, oder? Genau. Okay, alles klar. Als nächstes schwitze ich den Risotto-Reis mit an. Durch das Anschwitzen wird der Reis lockerer und entfaltet mehr Geschmack. Also, der erste Schritt ist mit Weißwein ablöschen. Ich mache euch heute noch einen Schluck Prosecco mit dazu, weil wir ja heute unsere festliche Variante haben. Der Prosecco bringt noch eine leichte Frische und Säure, die sich zum Fisch sehr gut ergänzt und gerade auch zum Safran. Sehr gut. Mit dem Prosecco, ich glaube, das passt. Ja. Champagner-Risotto gibt's ja und warum nicht ein Prosecco-Risotto, ne? Als nächstes lösche ich mit meinem Fischfond ab. Das ist eben an dem Punkt wichtig, dass der heiß ist, damit es immer schön weiter garen kann. Immer köcheln und bei Risotto ganz wichtig, die ganze Zeit rühren. Ich glaube, wenn man da Kaltes drauf tut, dann hört der Reis eben auf zu garen. Und deswegen immer heiße Brühe oder Fond drauf. So, jetzt gefällt uns die Konsistenz. Dann machen wir jetzt nur noch die Finishing Touches. Und machen unseren Safran, den habe ich auf ein bisschen Eiswasser schon mal eingeweicht. Mhm. Da will sie dann einfach noch mehr den Safran auslaugen. Kann man machen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es Wasser ist. Das könnte eigentlich ein bisschen was von der Brühe sein, ne? Dann kommt noch ein bisschen Butter dazu. Damit ist das Risotto soweit fertig. Woraus besteht der heutige Fang des Tages? Hier ist ein Fisch. Das ist einmal unser schottischer Wildlachs. Unser Sepia aus Spanien, okay. Und unsere White Tiger Garnelen. Sepia ist ja einfach nur der Pulpo oder halt der Kalmar sozusagen. Ja, das sind alles verschiedene Begriffe für Tintenfische. Ich glaube wirklich, Pulpo ist der Überbegriff. Also der Tintenfisch ist Pulpo sozusagen. Das ist 1-1 und Sepia ist die Art. Oktopus bedeutet nur, das ist Achtfache von den acht Armen. Okay, da steht echt viel, aber ich bin mir relativ sicher, Mike, hilf uns mal, weil selbst Google weiß es nicht. Du weißt es bestimmt. Also, da kann ich schon helfen. Ne? Also, Kalmar und Sepia, jawohl, wer ist zusammen? Pulpo ist die Krake. Hm? Das magere Fleisch vom Pulpo hat einen süßlich-milden Geschmack. Dann salze ich das jetzt, schmeiß es auf den Grill. Mhm. Werd die zweierlei Erbsen noch kurz in Butter mit etwas Vanille würzen. Okay. Und dann kann ich auch schon anrichten. Erbse und Vanille, hallo, passt gut. Auch und gerade zu Weihnachten. Mal schauen, was sich Moni und Tobias noch so zum Fest ausgedacht haben. Hauptgang. Auf geht's. Jeanette kriegt den Fang des Tages mit Safranrisotto und Vanilleerbsen. Hier Volzis Schweinefilet mit Speckbohnen und Kartoffelgratin. Volker kostet den Zwiebelrostbraten mit Maroni-Spätzle. Und ob Birgit von ihrem Rehrücken auch so begeistert ist wie Mike? So, Laura, habe ich vollstes Vertrauen. Das, was die kocht, ist echt richtig gut. Und die hat heute bestimmt keinen Fehler gemacht. Damit hängt Moni die Latte natürlich extrem hoch. Ob der Hauptgang das halten kann? Schaut euch das an. Der Garkalb ist super getroffen. Super. Das können leider nicht alle Mitstreiter behaupten. Ich habe einen rosa gebratenen Rehrücken bestellt. Der war jetzt zwar nicht mehr ganz rosa, wie er gekommen ist. Ach schade, bei mir war es so perfekt. Aber nichtsdestotrotz, das Fleisch ist sehr zart.
Also das war jetzt ein leichter Wildgeschmack, weil es eben ein Reh war, nicht ein Hirsch oder sowas. Ja, da schmeckt einfach mehr nach Kräuter, also so Thymian, Wacholder. Die Düfte kennen wir einfach beim Wild. Dann ist da noch die farbenfrohe Beilage. Und das pastinakenrote Beete. Püree, das schmeckt wirklich ganz, ganz fein. Rote Beete hat einen sehr erdigen Geschmack. Da in Verbindung mit der Pastinake. Der Geschmack ist vorhanden, aber eben nicht zu intensiv. Das war für mich jetzt eine Premiere. Also schon mal der erste Blick, die tolle Farbe. Das hat super ausgeschaut. Und auch der Geschmack war einzigartig. Und dann haben wir da noch die Krautkropfen mit rotem Kohl. Also das Kraut innen drin hat auf jeden Fall noch einen guten Biss. Passt natürlich auch voll in das Bild rein, zum Reh und zu Weihnachten dazu. Und hat richtig gut geschmeckt. Ja, schau. Also es ist im Grunde genommen nur der Garpunkt jetzt bei ihr, ne? Schade. Jetzt möchte Volker seine Anmerkungen loswerden. So, also ich habe den Zwiebelroschbraten mit Maroni-Spätzle. Der Zwiebelroschbraten war ein sehr schmackhaftes Fleisch, sehr zart, vorbildlich, wie man sich's vorstellt. Mit der Soße bin ich überaus zufrieden. Es war eine kräftig gute braune Soße, so wie man sie sich vorstellt, aus den Rinderknochen rausgekocht. Da hat man das gleich gemerkt, dass das eine eigenständig gemachte Soße ist. Maroni-Spätzle, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gegessen. Was ich toll finde, ist, dass lauter so kleine Stückchen noch mit drin sind. Ob der Spätzle jetzt selber gemahlenes Maroni enthält, das kann ich jetzt so nicht rausschmecken. Doch, das kann ich dir sagen. Siehst du schon farblich. Mit den rot angerichteten Schalotten, mit etwas Grün mit drauf und diesen Maroni-Spätzchen kann man ganz sicher sagen, eigentlich ist es auch ein weihnachtliches Gericht. Sehr gut. Hören wir doch mal, was Jeanette zu seinem Fischdreierlei mit Safran-Risotto sagt. Bei mir sieht es nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch fantastisch. Mein Gericht war optisch sehr schön. Vom Fisch her mega angebraten. Auch die Garnele und der Tintenfisch passt perfekt. Ja, der Pulpo war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der war nicht gummig, der hat einen schönen Biss gehabt. Das Risotto ist schlotzig und hat auch einen Biss. Ich finde den Biss richtig gut. Ja, ich war ja in der Küche und die Laura hat ja auch gezeigt, dass auch Prosecco reinkommt. Den Prosecco habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Ja. Ja, es gibt auch, das soll ja auch nicht, es ist nicht, als wenn du anstoßt mit einem Glas Prosecco. Es ist einfach so diese kleine Note. Was ich richtig toll finde, das wusste ich ja, dass es mit reinkommt, aber ich schmeck's ganz dezent, ist die Vanille. Und passt hervorragend zu dem Essen. Das ist schon für mich festlich und die Vanille, ja, die bringt noch ein bisschen so Weihnachtsstimmung, noch mehr Weihnachtsstimmung in mir auf. Ach, wie toll. Das wird Moni und Laura sicher freuen. So, wie hat es euch geschmeckt? Du, Moni, ich glaube, die Teller sprechen für sich. Ja, schön leer, ich hab's schon geschaut. Mein Rehrücken hätte könnte vielleicht ganz ein kleines bisschen mehr rosa sein. Ja. Ansonsten war das Fleisch guter Wach und in keinster Weise trocken oder so. Das Ding ist, dass wir dieses Reh, das war wunderschön abgehangen und das Fleisch war an sich auch schon so dunkel. Also ich habe selber damit rumexperimentiert und probiert und ich habe es nicht rosa hinbekommen, weil das Fleisch an sich die Farbe nicht hergegeben hat. Die Erklärung von Laura, ja, ich habe noch nie so ein dunkles Fleisch da bekommen, dass ich es dann nicht rosa hinbekomme, aber ja. Die Sache ist noch nicht ausgestanden. Volzis Meinung fehlt. Also man sieht, es war sehr lecker. Bei meinem Schweinefilet, ich habe es ja rosa bestellt, es ist auch rosa gekommen. Es ist auch sehr lecker, es ist sehr saftig. Dann habe ich noch einen Kartoffelgratin dazu gekriegt. Ich habe noch nie ein Dreierlei Kartoffelgratin gegessen. War interessant, aber mega lecker. Also wirklich richtig gut. Was ich sehr schön finde, ist, dass es extra angerichtet ist. Man hat auch gesehen, wie viel Arbeit das ist. Also das war alles hauchdünn aufgeschnitten, ist schön reingelegt. Also allein das zu legen hat, glaube ich, schon, keine Ahnung, 10 Minuten dauert. Ja, müssen schon zwei. Mein Essen würde ich auch jetzt nächste Woche am ersten Weihnachtsfeiertag essen. Bombe, das hat gut gelaufen. Das Einzige, also die Soße war ja für den Zwiebelroschbraten und für mich. Also mich hat schon verwundert, wo es an den Tisch gekommen ist, dass es hieß, die sei für einen
Volker und mich. Volker Zwiebelroschbraten, ich Schweinefilet. Zum Schweinefilet war sie mir jetzt persönlich zu intensiv. Die war eher für Rind, die war sehr kräftig. Ich würde jetzt sagen, eher zum Rinderbraten oder vielleicht zu einem Sauerbraten. Ich habe das Schweinefilet einfach ohne Soße gegessen und das war mega lecker. Also war wirklich richtig gut. Also die Kritik mit der Soße kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich finde, dass auch zum Schweinefleisch eine kräftige Soße passt. Und ich bin eigentlich eher stolz auf meine kräftig abgeschmeckten Soßen. Ich glaube nicht, dass es darum ging, dass sie zu kräftig war, sondern einfach so, dass das einfach einen kleinen Unterschied geben muss. Und da würde ich auch kurz mal drüber nachdenken. Mein Tipp ist auch wirklich Rind, Rind, Schwein, Schwein. Stoßen wir doch mal nur auf Weihnachten, ja, oder? Ja, so ist es. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Da schließen wir uns an. Zwei der drei Köchinnen kennen wir ja bereits. Und hier ist die dritte im Bunde. Jessie. Ich bin der Volker. So, dann sag mir mal, was machen wir denn heute? Wir machen heute ein leckeres Bratapfelmus. Mhm. Und da würde ich dir jetzt als erstes die Füllung zeigen. Ja. Dann nehme ich hier gemahlene Haselnüsse. Die vermengt Köchin Jessie zunächst mal mit Rosinen und Zucker. Dann mache ich persönlich immer noch eine Prise Salz dazu. Ja, Salz. In fast jeder Süßspeise ist auch Salz mit drin. Dann kommt noch Marzipan dazu, so 50 Gramm, würde ich jetzt sagen. Genau, dass es einfach den leichten Mandelgeschmack kriegt. Dann rum, gut vertreten. Und dann, dass ich diese Sämigkeit oder diese Konsistenz hinkriege, will ich ja nicht nur Wasser, sondern mache ich persönlich Milch dazu. Alternativ wäre natürlich, wenn man keine Milch haben will, könnte man zum Beispiel Apfelsaft nehmen. Die fertige Füllung landet schnurstracks in der Spritztüte. Welche Sorte nehmt ihr für Bratäpfel? Bei den Äpfeln nehmen wir Boskop, weil die super Süße haben und auch beim Backen so richtig schön aufplatzen. Dann habe ich ein schöneres Mousse, als wenn das so ein kompakter, fester Apfel ist. Ja. Fehlt nur noch die Füllung. Und wie lange kommen die dann in den Ofen? Bei 160 Grad 20 Minuten. Naja, bitte. Da kann man nicht viel falsch machen, oder? In der Zeit nehme ich jetzt mein Eigelb und Zucker und würde das aufschlagen und würde unterdessen auch die Gelatine schon einweichen. Blattgelatine sollte man immer einzeln in kaltem Wasser aufweichen. Jetzt schlägt Jessie das Eigelb und den Zucker schaumig. Also nachdem das ja mit den Äpfeln noch ein bisschen dauert im Ofen, haben wir da mal was vorbereitet. Ja, sehr gut. Genau. So. Da mal hier. Jetzt, die sind ja schon ganz schön aufgeblasen. Das ist ja jetzt richtig schönes Mousse. So, dieses Harte und die Haut nehme ich weg, weil es sonst Klumpen im Mousse gibt. Mhm. Und nimm nur einen Teil, weil sonst wird mir der Geschmack zu nussig. Sie gart den ganzen Apfel, so wie man eigentlich einen Bratapfel kennt. Dann nimmt sie quasi Schale weg. Die Masse samt Apfel wird jetzt püriert. So ist es, Maestro. Mhm. Und dann mit der Eigelb-Zucker-Geschichte, da reden wir dann von der Creme. Okay. Ein Schuss Apfelsaft sorgt für noch mehr Apfelaroma. Und da machen wir jetzt einen Massenabgleich. Das muss ich kurz erklären. Sie hat ja jetzt einen Apfelsaft mit Gelatine ganz leicht warm gemacht, damit sich die eingeweichte Gelatine auflöst. Und jetzt gleicht sie die Temperatur mit etwas von der Eigelb-Zuckermasse an, damit auch die letzte Wärme dort rausgeht. Und dann kann man die beiden zusammenfügen. Pfiffig. Was passiert jetzt mit dem ganzen Kladderadatsch? Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch geschlagene Sahne unterheben. Der erste Teil mache ich mit dem Schneebesen. Und dann tun wir einfach nur den Rest dazu und dann schön langsam unterheben. Also das Mousse wäre jetzt soweit fertig. Das fülle ich jetzt nur noch in eine flache Form. Muss mindestens 6 Stunden kühlgestellt werden. Sie weiß, was sie tut. Und ich sag mal so, alles richtig gemacht. Ob Monis Küchencrew wirklich alles richtig gemacht hat, erfahren wir jetzt. Dessert Nummer 1. Birgits Bratapfelmus auf Spekulatius mit Zimtschaum. Volker wählt die dunkle Schoko-Variation mit eingelegten Feigen. Jeanette schlemmt das Kürbiskernparfait im Baumkuchenmantel. Und das Duett vom Schmarrn hat Volzi für sich auserkoren. Also, die Dessertpreise sind nicht ganz wenig. Also, da muss dann auch sämtliches Versprechen halten. Aber tun Sie das auch? Wo mein Nachtisch kam, muss ich sagen, optisch sehr schön. Es war sehr weihnachtlich, weil der Kaiserschmarrn hat sehr intensiv so ein bisschen zuckrig karamellisiert.
Das hat man richtig intensiv gerochen. Bleibt die Frage, ob Folzis das ja auch mundet. Zunächst mal der Kaiserschmarrn, der klassische, ist sehr lecker. Er könnte für meinen Geschmack fluffiger sein. Das klassische Kaiserschmarrn ist ja, ich kriege ein Stück, ich drücke drauf und der ist richtig schön fluffig. Und der war, wenn ich mit der Gabel drauf gedrückt habe, der war einfach fest. Dann verstehe ich, also ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich es auch nicht, aber also für mich ist das eine Sahnetorte. Schmeckt aber auch sehr gut. Man schmeckt auch eine leichte Eierlikörnote. Was ich nicht schmecke oder finde, ist der Glühwein. Und hier habe ich dann noch das Espuma. Schmeckt jetzt für mich nach nicht viel. Also es standen einfach viele Geschmäcker drauf. Egal ob die Vanille oder der Glühwein oder der Eierlikör. Eigentlich immer der Geschmacksträger des Produkts hat mir eigentlich gefehlt. Und da muss die Jessie einfach vielleicht mutiger werden, vielleicht einfach mehr reintun. Werfen wir mal einen Blick auf Jeanettes Kürbiskernparfait. Das ist perfekt. Von der Süße her ist es für mich perfekt. Mir schmeckt das sehr, sehr gut. Baumkuchen esse ich sehr selten, weil es heutzutage macht kaum ein Konditor mehr Baumkuchen. Ja, das stimmt. Das muss man ja auch mal können. Ne? Das ist ja immer wieder in verschiedenen Schichten gebacken, nicht ohne. Dann habe ich hier die grüne Masse noch. Das ist ein Kürbiskernparfait. Und hat auch in der Masse immer wieder so Kürbiskerne drin, siehst du ja hier. Ah, okay. Also schmeckt auch nach Kürbiskern, man schmeckt es raus. Mhm. Also bei mir ist es weihnachtlich. Und Birgit, wie schaut es bei dir aus? Bei mir ist es auch weihnachtlich. Ich habe einen Bratapfelmus auf Spekulatius mit gebrannten Mandeln und Zimtschaum. Der Zimtschaum war für mich jetzt eher so ein dekorativer Zweck. Hat jetzt nicht so intensiv nach Zimt geschmeckt. Es sind kleine gedünstete Apfelstücke sein drin. Es sind einmal verfeinert mit Preiselbeermarmelade. Es Mousse ist sehr, sehr fluffig. Schmeckt sehr nach Haselnuss. Nachdem es um einen Bratapfelmus gehandelt hat, hätte eigentlich der Bratapfelgeschmack der überwiegendste sein sollen. Und, aber ansonsten war das Gericht trotzdem sehr lecker. Das heißt ja Bratapfelcreme und das muss nach den Nüssen schmecken, die da halt auch eingekommen sind. Ob Moni und Dessertköchin Jessie jetzt die Route bekommen? Ich habe ja die Variation von der dunklen Schokolade mit eingelegten Feigen auf einem Brûlée. Optisch einwandfrei, passt einwandfrei zu Weihnachten. Die Creme Brûlée, die fand ich zu kakaohaltig. Es ist so ein extremer Schokoladen- oder Kakaogeschmack, dass man die Menge auf gar keinen Fall essen kann. Okay. Mächtig. Also es war ein gewaltiger Schokoladengeschmack. Es waren zu viele Varianten und zu große Teller. Sind denn die Damen soweit einverstanden mit der Kritik? Ich bin mit dem Feedback persönlich nicht zufrieden. Das mit der Variation von der Schokolade finde ich vielleicht eine leicht falsche Meinung, weil andere sind mehr Dessertesser, andere sind es eher weniger. Und wer sich sowas speziell bestellt, weiß auch, was auf ihn zukommt, dass es drei Komponenten sind mit Schokolade oder vier. Da hat sie recht. Also wenn ich jetzt so ein für sich auch ausgewiesenes Schokoladendessert mir bestelle, dann muss ich davon ausgehen, dass ich jetzt nicht nur einfach so ein Milchschokoladenzeugs bekomme, sondern richtig gute, echte, hochwertige Schokolade, ja, mit einem hohen Kakaoanteil. Jetzt wird es noch einmal festlich bei Moni und Tobias. So, jetzt kommen wir dem Ende zu, ha? Ja. Darf ich euch dann die Rechnung noch geben? Ja, gerne. Ich habe jetzt diese Woche auf jeden Fall Weihnachtsstimmung gesammelt, weil wir waren jeden Tag woanders essen. Jeden Tag war so ein bisschen diese Weihnachtsstimmung. Und ich finde auch, dass es heute durch die Deko so der krönende Abschluss war. Oh, Tannenbaum. Ah, jetzt wird angestimmt. Ja, warte, ich komme mit rein. Ich mache mit. Grün sind deine Blätter. Du, das war's schon. Na gut, dann sind wir auch auf. Frohe Weihnachten. Die Rechnung täte uns aber schon noch interessieren. Mit wie viel schlägt Monis Weihnachtsmenü zu Buche? Der Gesamtbetrag sind 210,90 Euro. Mhm. Davon sind 176 Euro für Speisen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt.
Ja, finde ich gut. Für den Aufwand, was die heute noch getrieben haben bei dem Essen, hätte es auch mehr kosten können. Ja. Die Gastgeber sind mehr als zufrieden. Also wir geben uns 10 Punkte, oder? Wir geben uns 10 Punkte. Zum Wohl. Dann ist es jetzt aber allerhöchste Eisenbahn für die Punktwertung. Liebe Allgäuer, lasst hören. So, liebe Moni, ich gebe dir und deinem Team satte weihnachtliche 9 Punkte. Weihnachtliche 9 Punkte. 9 Punkte. Volzi, was gibst du? 6 weihnachtliche Punkte. Leider war bei mir das Dessert nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Und bei der Vorspeise auch ein paar Punkte, die mir nicht so gefallen haben. Die Hauptspeise war aber sehr gut, das Ambiente auch schön. Und daher komme ich zu meiner Punktzahl von 6 weihnachtlichen Punkten. Mit jeweils 33 Punkten teilen sich das Restaurant zum Kohlenschieber und das Chapeau vorerst den 2. Platz. Welcher Allgäuwirt hat Mike am meisten beeindruckt? Die Woche begann 1200 Meter über dem Meeresspiegel. So, lieber Alpenblick Volker, du hast einen richtig guten Job gemacht und hast in der Küche echten Haudegen. Das war mehr als überraschend für euch. Jetzt die Punkte. Eine richtig gute 8. Im Füssener Chapeau servierte der smarte Jeanette Orientalisches. Lieber Jeanette, ich nenne dich jetzt mal nicht Sultan of Taste, ich nenne dich Gewürzhändler. Ne? Du haust alles das rein, was wir natürlich bei Weihnachten eigentlich schon kennen. Ne? Bin da noch ein bisschen so, ja, ein bisschen in meiner alten Romantik verhaftet. Trotzdem habe ich das Gemüsegericht toll gefunden. Insgesamt auch gut, aber im Moment reicht es leider nur für 7, aber die sind richtig gut. Quereinsteiger Volzi lockte uns ins Kemptener Naturfreundehaus. So, lieber Volzi, jetzt die Punkte für dich und dein junges Team. Also es hat mir alles gut gefallen, keine Frage. Aber sowohl bei Knödel als auch bei Gulaschsuppenansätzen, da geht noch was. Denn nur frisch ist geil. Jetzt die Weihnachtspunkte. 6. Birgits Gasthaus Fischer haben die Mitstreiter am besten bewertet. So, liebe Birgit und lieber Dieter, ihr habt mir wirklich besonders gut gefallen. Birgit, du warst aufmerksam in der Woche, hast immer fachlich gut dazu beigetragen. Danke dafür, Schnurzkrapfen, klassisch gut, keine Frage. Meine Punkte sind auch richtig gut, aber irgendwie habe ich noch ein bisschen mehr erwartet, was Weihnachten angeht. Ja, aber trotzdem, ich kann nicht aus. Starke 8 Punkte. Wo ordnet unser Spitzenkoch das Restaurant zum Kohlenschieber ein? So, liebe Moni, jetzt gibt's die Punkte für euch und euer süßes Familienunternehmen. Ne? Und lieben Gruß in die Frauenpower-Küche. Hat mir gut gefallen, es hat gut geschmeckt. Gratulation dazu. Und am Handwerk, sage ich jetzt mal, habt ihr heute für mich und in der ganzen Woche am meisten geliefert. Und deswegen gibt's für euch 9 Punkte. Und damit haben wir gleich 2 Wochensieger, das Gasthaus Fischer und das Restaurant zum Kohlenschieber. Herzlichen Glückwunsch und frohes Fest. Yeah!